know what I want. I know what I want. Hallo, ihr Lieben. Ja, ich gesell mich mal dazu. Ja, ihr Lieben, wir sind auf dem Wohnmobilstellplatz in Haltern. Haltern am See. Plan für dieses Video. Wir sagen euch zwei, drei Worte zu diesem Platz hier. Wir waren auch schon mal hier, wenn man mal ganz weit zurückspult. Aber ja, wir sagen, wie gesagt, ein paar Worte aktuell mal eben zu dem Platz, wie, wo, was. Und dann wollen wir mal in die Stadt. Bisschen was gucken, bisschen was schmackofatzen. Wieder mal was essen. Ja, genau. Und dann kommen wir wieder. Und dann setzen wir uns mal gemütlich hin. Und dann sollten wir mal langsam die Entscheidung treffen. Wohnmobile haben wir jetzt eine Menge gesehen. Einen großen Teil davon habt ihr auch gesehen. Mit noch mehr Rumtouren wollten wir euch nur wirklich nicht belästigen. Und ich glaube, so langsam sind wir auf dem besten Weg zu einer Entscheidung. Aber das machen wir nachher. Jetzt gucken wir uns den Platz an. Ja, die Zufahrt habt ihr also von dort. Hier habt ihr auch die Fähr- und Entsorgung. Ihr seht, ihr könnt also für kleines Geld Wasser tanken. Und hier könnt ihr euer Grauwasser loswerden. Klokassette könnt ihr hier auch loswerden. Alles gut. Ja, ein Stückchen weiter haben wir dann die Möglichkeit, den Platz hier zu bezahlen. Und auch die Sozialräume. Ansonsten der Platz schön angelegt. Hinter diesem Zaun hier befindet sich Freibad und ja, so Hallenbad, Spaßbad, so eine Therme. Alles irgendwie in einem. Jetzt um diese Jahreszeit sehr schön ruhig, wie ihr seht. Ja, da hinten steht der Kuschel und auch schon die E-Scooter vorbereitet für unsere Tour in die Stadt. Ja, und zwei, drei Kollegen, die sich hier mit uns tummeln. Ansonsten, ja, es ist hier an der Straße gelegen. Man hört das ein oder andere Auto. Das ist aber nicht wirklich ein Drama. Ansonsten sehr schön große Parzellen. Stromversorgung auch ganz gut gemacht. Hier sind immer so zentrale Säulen, an denen bezahlt wird und dann einzelne Säulen, an denen die Dosen sind, an denen ihr den Strom dann entnehmt, so wie ihr das kennt. Dann lasst uns mal einfach nach vorne gehen, wo ihr bezahlt. Was hier wirklich schön gemacht ist, das ist uns bisher eigentlich so noch nicht begegnet. Ich weiß nicht, wie häufig es sowas gibt, aber hier haben sie ein tolles System. Hier sieht man nämlich, dass da vier Plätze rot markiert sind. Das sind nämlich die, die belegt sind und für die noch bezahlt ist. Und man sieht auch die Laufzeit, wie lange die Plätze noch belegt sind. Das ist natürlich eine ganz, ganz feine Sache. Denn ihr könnt ja also auch wirklich den Stellplatz dann mit dem Wohnmobil verlassen. Und könnt euch irgendwas angucken und kommt dann wieder. Und der Platz, den habt ihr eigentlich immer noch inne, weil der ist mit Nummernschild, weil ihr das eingebt beim Bezahlen, für euch reserviert. Und anderen wird hier sofort signalisiert, den Platz kriegst du nicht. So, Bezahlterminal auch sehr einfach gehalten. Start, ob beginnen oder verlängern. Wenn man jetzt auf beginnen geht, gibt man die Stellplatznummer ein. Ich gebe jetzt mal die 10 ein. Und okay. Ups. So, jetzt will er das Kfz-Kennzeichen haben. Als nächstes fragt er eigentlich nur noch, wie ihr bezahlen wollt. Hier steckt die Karte rein oder das Kleingeld. Ach so, genau, und wie viele Tage ihr hier bleibt, müsst ihr auch noch eingeben. Kostet 10 Euro. Da kann man nicht meckern. Ja, Sozialräume. Nichts Tolles, nichts Weltbewegendes, aber für einen Stellplatz. Man kommt rein, zwei Spülsteine, Handdesinfektion, Tücher statt Gebläse. Oh, ich sehe gerade, die Kamera flimmert, ich beeile mich. Und dementsprechend Seifenspender, Mülleimer. Gut, hier, das ist wohl nur, wenn die hier selber reinigen, da ist der Hahn extra abgenommen. Macht auch Sinn. Drei Urinale und zwei normale Toiletten. Auch Toilettenpapier, immer zwei Rollen auf Vorrat in so einem Behälter, aus dem man es rausziehen kann. Ja, wie gesagt, nichts Weltbewegendes, aber sehr ordentlich gemacht. Da kann man nicht meckern. Ansonsten bleibt festzuhalten, WLAN ist hier im Preis drin und das WLAN ist also wirklich richtig, richtig klasse. Zumindest jetzt mit der Belegung, die wir hier haben. Wie das ist, wenn das hier richtig voll wird, kann ich nicht sagen, aber im Moment ist das WLAN wirklich toll. Das Duschen ist da möglich, das hast du erwähnt, ne? Nee, habe ich nicht, kannst du aber. Ja, also
Ja, also während der Öffnungszeit muss man, glaube ich, dann, denke ich mal, seinen Kassenzettel vorzeigen oder was. Wir haben es noch nicht probiert. Ich hoffe, das fällt euch nicht negativ auf. Genau. Gut, so, wir marschieren mal zu unserem Kuscheltier. Wie gesagt, E-Scooter habe ich gerade schon rausgeholt und aufgeklappt. Da werden wir uns jetzt raufschwingen. Da machen wir uns mal gemeinsam in die Innenstadt von Haltern am See. Und mal gucken, wie viel Sinnvolles da für euch zu gucken gibt und zu filmen gibt. Ist aber ein nettes Örtchen, kann ich versprechen. Und dann machen wir uns gleich mal gemeinsam so ein bisschen an Pro und Contra und Entscheidung. Bis gleich. Ja, bisschen holter die Polter, die Strecke, solange wie man über die Grasrastersteine fährt. Ihr seht, hier ist die Rutsche von dem Schwimmbad. Dann kommt ihr vorne auf den Parkplatz, der eigentlich zu dem Schwimmbad gehört. Und vorne an der Hauptstraße ist der Platz aber wirklich schon gut ausgeschildert. So, haltet euch gut fest, jetzt macht's wieder holter die Polter, rumpel die Puppe. So, seht ihr wohl. Und schon sind wir auf dem Weg zur Hauptstraße. Und ihr seht hier und auch hier vorne an der Hauptstraße ist das ausgeschildert. Und wenn ihr zur Innenstadt wollt, hier einfach nur einmal die Hauptstraße queren und dann fahrt ihr hier nach links und dann kommt ihr auch schon auf die Innenstadt zu. Und ja, nette kleine Innenstadt, die seht ihr dann. So, von da kommt man dann, was ich euch gerade noch unterschlagen habe, weil ich es auch nicht mehr so in Erinnerung hatte. Wenn ihr dann da links fahrt, nehmt den Fahrradweg und dann geht der einmal durch so eine Unterführung. Also es geht ein bisschen runter durch die Unterführung und dann auf der anderen Seite wieder hoch. Also dadurch nicht irritieren lassen und dann einfach weiter geradeaus. Und dann landet ihr hier. Und hier geht es dann in die verkehrsberuhigte Zone, Spielstraße. Ja, und da machen wir uns jetzt auch durch. Ja, ihr seht, ist noch eine relativ nette und gut bestückte Innenstadt. Hier gibt es wahrhaftig noch rechts und links ein paar Geschäfte. In vielen anderen Städten ist das ja nicht mehr so. Ja, schönes Glockenspiel da oben. Ist anscheinend der Rathausplatz. Wenn ich euch jetzt etwas drehe, dann seht ihr auch, dass da die Kirche ist. Und da ist das Extrablatt. Und das ist das Ziel unserer Begierde. Das heißt, wir werden jetzt mal unsere Scooter hier abstellen und marschieren erstmal ins Extrablatt. Auf den 2G-Check haben wir überstanden. Wir sind gepimpt, geboostert, geduscht und ach, was man sich nicht mehr alle vorstellen kann. Davon konnten wir die gute Frau auch überzeugen. So, wenn ihr mal guckt, das ist also das Extrablatt hier. Schauen wir mal, was es so gibt. Da werden wir uns jetzt mal was schmecken lassen. Ja, ein ganz besonderes Highlight ist hier der Eskimo, der in Nordrhein-Westfalen rumläuft. Was die macht, wenn es kalt wird, kann ich euch auch nicht sagen. Schauen wir mal. Ja gut, also Quark mit Soße, Extrablatt. Wir haben schön gegessen, für angemessenes Geld kann man nicht meckern. Ist eine Empfehlung wert, wenn man hier ist. Das war echt okay. Ja, ansonsten seht ihr selber, hier so rund um den Rathausplatz geht sternförmig die Straße weg. Überall noch mit kleinen Ladenlokalen. Hier lohnt es sich also mit Sicherheit mal rumzubummeln. Und wenn ihr an der anderen Seite, also wo wir ganz am Anfang, als wir vom Stellplatz runtergefahren sind, nicht nach links fahrt, sondern nach rechts, dann kommt ihr eben auch an den See. Deshalb heißt es ja auch Haltern am See. So viel dazu. Aber das macht dann wahrscheinlich eher im Sommer Sinn.
Ansonsten, wir waren schon mal im Sommer hier, dann ist hier auch schön Bestuhlung aufgebaut, schöne Eisdiele, kann man hier schön sitzen auf dem Platz, also kann man sich echt mal angucken. Wir werden jetzt noch ein paar Besorgungen machen, dann müsst ihr uns nicht unbedingt begleiten. Ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich zum Kaffee im Kuschel. Bis gleich. Der ist gelangweilt. So, genug des Blödsinns, da sind wir wieder. Mit Kaffee. Ja, dummerweise mit Kaffee. Auch mit ein paar Keksen. Aber nach Weihnachten, da fängt sie an, die 685. Diät. Ja, ihr lieben Liebenden, wie versprochen, wollen wir jetzt mal langsam aber sicher so ein bisschen unsere Überlegungen auch mit euch besprechen. Mal unsere Ergebnisse so ein bisschen reflektieren. Ne? Einige Autos habt ihr gesehen. Hoffe, das war ein bisschen interessant für euch. Roomtouren sind ja nicht so das, was wir hauptsächlich gerne machen wollen. Natürlich sind wir auch interessiert und natürlich wollten wir euch auch mitnehmen. Auch mal so ein bisschen auf dem Weg der Entscheidung. Das haben wir euch ja besprochen, dass ihr von Anfang an dabei seid. Ja, und wenn wir mal die Autos so reflektieren. Legen wir los. Ja, war ein paar nette Autos dabei. Ne? Also ich sag mal, ich nehme auch mal die so rein, die wir gedanklich jetzt noch so auf dem Schirm haben, bei denen ihr jetzt zumindest nicht in den letzten Folgen dabei wart. Aber das ging ja schon los, als wir waren hier im Bayern. Hilf mir doch einfach mal. Ich komme gerade nicht. Ich komme eher auf den Kuchenstück, als auf irgendein Auto. Ich habe total im Blackout. Mobilwetter. Ja, nein, nichts Mobilwetter. Wir waren in Dülmen. Sag mal, du sollst nicht so viel dummes Zeug reden. Seit wann ist Dülmen in Bayern? Ach, in Bayern, Freistadt. Freistadt, sehen Sie. Man muss nur auf die richtigen Knöpfe drücken. Ja, so, meine Herren, wir hatten noch keinen Glühwein. Es ist wirklich Kaffee. Nein, wir waren ja im Freistaat, da haben wir schon eine Menge gesehen. Das habt ihr auch, das ist aber eine der älteren Folgen, da müsst ihr mal zurückspulen. Da haben wir uns unter anderem ja auch angeguckt, Karthago. Da haben wir uns angeguckt dann ja auch den Malibu. Und Detlef haben wir auch. Ja, aber der Malibu war natürlich was, was uns sehr gut gefallen hat. Ne? Und der Malibu sogar eigentlich mehr als der Karthago, weil der Malibu hinten, wenn man auf der Toilette sitzt, nochmal so eine abgerundete Rückwand hatte, hatte man mehr Bewegungsfreiheit. Wenn man also nicht so ein ganz so ein Hämpfling ist, war das irgendwie angenehmer. Das stimmt. Ne? Allerdings war der Preis natürlich, meine gut, tun die sich alle nichts, verschenken tut keiner was, aber der war schon enorm. Enorm, ne? Und Karthago, ja, wie gesagt, gefiel uns nicht ganz so gut. Da wäre der Malibu sogar eher unseres gewesen. Selbst wenn man den Preis mal einfach komplett weglässt, einfach, ne, war das das bessere Auto für uns jetzt. Mhm. Alles andere, was wir gesehen haben, viele Autos hatten nette Einzelheiten, die okay waren, aber so vom Gesamtkonzept her haben die mich eher nicht alle so überzeugt. Und ich persönlich komme eigentlich immer wieder auf das gleiche Auto zurück. Wo alles drin war. Und wenn wir mal überlegen, was wollen wir? Wir wollen auf jeden Fall, wenn wir schon wechseln, Längsbetten haben. Längseinzelbetten, das war definitiv die richtige Lösung für uns. Ja. Wir haben gesagt, wir wollen aber beim nächsten Mal ein bisschen mehr Badezimmer haben und wir wollen auf jeden Fall eine getrennte Dusche haben. Ne? Richtig. Mehr Bad einfach, weil das Klappbad ist sehr, sehr praktisch, ist auch für schlanke Leute eine tolle Angelegenheit. Für jemanden, der sich selber nicht vormachen kann und will, dass er schlagartig 30 Kilo verliert, ist es alles ein bisschen eng und ein bisschen knapp. Das ist einfach so, das ist meine eigene Selbstschuld, ich weiß es, brauchen wir nicht drüber reden, muss man aber eben einfach ganz klar sehen. Dann haben wir einfach mittlerweile für uns rausbekommen, es ist toll, wenn man in einem Auto auch einfach mal aneinander vorbeigehen kann. Oder? Richtig. Das ist also schon ein wichtiger Punkt für mich, dass man nicht andauernd komplett rausgehen muss, damit der andere durchgehen muss. Ja, also dieses Tetris-Spielen, was wir vorher so hatten, ne, mit setz du dich mal hin, weil ich muss zur Toilette, aber ich bin gerade doch die Pfanne, dann musst du mal von der Toilette aus die Pfanne umrühren, damit mir nichts anbrennt und dann wechseln wir wieder zurück und
Ja, jeder, der einen Kastenwagen hat, der kennt das. Das ist, tja, harter Schnitt. Wir haben es wieder mal geschafft, die SD-Karte voll zu knallen. Ja. Ja, wir waren dabei, gerade zu erklären, warum wir uns immer wieder auf denselben geeinigt haben. Nee, momentan waren wir gerade dabei zu erklären, warum wir kein Tetris mehr spielen wollen. Ja, das mache ich doch. Ja, nein, also das kennt jeder, was ich gerade erzählt habe, der einen Kastenwagen hat. Das ist der Kompromiss, den man in so einem Kastenwagen eben auch machen muss, aufgrund der geringen Breite, wobei ja auch Wohnmobile zunehmend eine etwas schmalere Breite haben, wenn man das oder man sie kriegen kann, wenn man das dann möchte. Also wir empfinden das mittlerweile als sehr angenehm. Man hat ja immer mal, wenn man wirklich das ganze Jahr unterwegs ist, auch Schlechtwettertage und man ist dann gerne auch im Wohnmobil und man hat es dann gerne kuschelig, aber man möchte dann auch unabhängig seinen Sachen hinterhergehen. Der eine hat gerade seinen Laptop und Getöse aufgebaut, der andere muss aber mal eben zur Toilette oder fragt mich wo auch immer gerade hin und raus und rein und man kommt nicht vernünftig aneinander vorbei. Also insofern haben wir uns da auch ganz klar entschieden, es soll breiter werden, es soll auch ruhig ein Stückchen länger werden, es soll ein geräumigeres Badezimmer werden, es soll eine getrennte Dusche werden, weil dass man, wenn man spät abends dann doch nochmal eben schnell unter die Dusche hüpft, bevor man ins Bett geht, dann auch da rumrobbt und erst noch dann alles trocken wischt, damit um Himmels Willen man dann nicht hinterher mit nassen Füßen vor der Toilette steht. Ja, das sind alles so Sachen, ne? Die haben uns einfach nicht mehr so zugesagt. Das ist eine schöne Zeit gewesen mit dem Kastenwagen. Kastenwagen ist auch mit Sicherheit für viele das Richtige. Für uns war es toll, aber es war noch nicht wirklich so die Erfüllung aller unserer Wünsche. Wir wollen jetzt einfach definitiv den nächsten Step machen, das ist klar. Und wenn man mal die Ansprüche, die wir jetzt so gerade formuliert haben, miteinander vergleicht oder abgleicht mit den Wohnmobilen, die wir alle so gesehen haben, und dann das, ja, das Feeling mitsprechen lässt. Ne? Ich glaube, das ist es dann am Ende, warum wir immer zum selben Auto kommen. Dann richtig. Sind wir bei Trommelwirbel. Mobilwetter. Mobilwetter. Wer aber hätte das gedacht? Ist immer noch nicht klar, ob das der Yach ist oder der 86P. Doch, das ist klar. Weil wer schon mal gesehen hat, wo wir auf der Messe hingerannt sind. Und wie innig wir uns um den P86 gekümmert haben, als wir ihn gefilmt haben. Ich glaube, da war für viele schon klar, ja, dass wir nicht mehr so ganz weit weg sind von der Entscheidung. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Nach jetzigem Stand wird es der Mobilwetter Kia P86 werden. Der hat uns einfach überzeugt. Das Ambiente in dem Auto hat uns so gut gefallen. Wir sind reingekommen. Und das Ding hat gepasst wie ein maßangefertigter Schuh, einfach so von den Farben, von den Materialien her. Das Ambiente hat uns sofort gefangen genommen, ne? Das fanden wir einfach toll. Richtig. Was wir uns so angucken konnten, war die Qualität auch echt okay. Ihr wisst es selber, mehr wissen wir dann, wenn wir ein halbes Jahr haben und uns über die eine oder andere Kleinigkeit dann vielleicht geärgert haben oder nicht geärgert haben. Das werden wir sehen. Aber der jetzige Plan lautet Kia P86. Genau. Warum nicht der Crosser? Der Crosser ist ja im Prinzip, wenn man so will, fast der Kia, nur etwas der größere Bruder, größer aber auch nur insofern, als dass er eben ein bisschen teurer ist. Warum ist er teurer? Weil er eben auch einen doppelten Boden hat. Ah ja, richtig. Das wäre auch interessant gewesen. Doppelboden ist mit Sicherheit eine schöne, sinnvolle Alternative. Aber die Dusche war etwas schmaler. Das waren nur ein paar Zentimeter, aber die fand ich wirklich entscheidend, ne? Richtig. Für uns auf jeden Fall. Ja, nee, aber irgendwie das Raumgefühl war dann eben wirklich besser. Waren auch noch ein paar andere Kleinigkeiten, die uns besser gefallen haben. Also der Crosser war es dann eben auch nicht und auch der Yacht nicht. Das ist jetzt keine Frage des Geldes. Also das nicht falsch verstehen. Nicht, weil wir es ohne Ende haben. Haben wir mit Sicherheit nicht eher nötig. Aber selbst wenn man mal den Preis außer Acht lässt, der Yacht würde mir keinesfalls besser gefallen. Das Einzige, was mich jucken würde, aber da werden wir beide uns wieder nicht einig, ich hätte natürlich gerne den i86 gehabt, weil ich mittlerweile mit so einem voll integrierten liebäugeln würde. Maria sagt immer, es ist ein Opa-Auto. Genau. Ja, dazu muss man zwei Dinge sagen. Erstens bin ich irgendwie schon fast Opa, ob es uns passt oder nicht. Ich aber nicht. Ich noch nicht. Aber nein. Ich habe ein paar Satzteile, aber ich bin noch nicht. Aber ich finde auch, das muss man auch sagen, bei Mobilwetter, die voll integrierten, die haben also schon ein tolles Design auch von außen. Also die sehen auch wirklich dann schnittig schick aus. Also ich hätte,
den genommen. Ich hätte auch versucht, dich zu belatschern. Warum habe ich es nicht gemacht? Das sind schlappe 10.000 Euro, die ja mehr kostet. Ist ja fast immer so, Preisunterschied zwischen Teil und voll integriert. Und ja, meine Frau lange überreden müssen, mir dann ewig anhören müssen, habe ich doch gesagt, wollte ich ja immer nicht, habe immer gesagt, ich wollte den anderen haben und den ganzen Spaß dann die nächsten Jahre für nur 10.000 Euro mehr, das braucht man nicht, oder? Du hast mich ja schon belatscht, dass du Automatik bestellt hast. Ja gut, da kam aber auch für mich nichts anderes in Frage. Wenn das im Hintergrund ein kleines bisschen brummt, wundert euch nicht, die Heizung springt gerade an. Es ist draußen wirklich ungemütlich, aber umso kuscheliger haben wir es hier. Ja, also ist die Katze aus dem Sack. Es soll eben der Mobilwetter werden. Und ich werde auch am Ende dieses Videos dann mal den Mobilwetter, das ist so ein Mobilwetter-Video nochmal verlinken für den einen oder anderen, der es nicht mitgekriegt hat oder dann jetzt nochmal gucken will mit der Information, der soll es dann jetzt werden. Kann man sich das ja gerne auch nochmal angucken. Ja, und nach jetzigem Stand wird es dann wohl auch Reisemobile Dülmen werden. Im Übrigen habe ich in den letzten Videos häufiger Wohnmobile Dülmen gesagt, ist Quatsch. Also Reisemobile Dülmen heißt das Geschäft. Und das hat uns da ganz gut gefallen. Und so viele Mobilwetterhändler gibt es nicht, werdet ihr feststellen, wenn ihr euch mal mit Mobilwetter befasst. Und deshalb sind wir überhaupt da gelandet, weil wir eben krampfhaft gesucht haben, wo in, überhaupt in der sinnvollen Reichweite für uns ein Mobilwetterhändler ist. Aber bis jetzt haben wir das nicht bereut. Die Gespräche, die ersten Vorgespräche, die wir geführt haben, waren sehr angenehm. Wir haben da auch den Geschäftsführer kennenlernen dürfen und einen Großteil der Truppe. Das macht bis jetzt alles einen sehr angenehmen Eindruck, auch was wir von der Werkstatt bis jetzt gesehen haben. Wir werden das alles sehen. Wie versprochen, werden wir euch mitnehmen. Wir werden euch auf dem Laufenden halten. Wir werden berichten, wie funktioniert es, wo stehen wir gerade, welche Lieferzeiten müssen wir ertragen, wie verhält sich dann die Werkstatt, wie ist das mit der ganzen Nachrüsterei, was rüsten wir denn alles nach? Ja, ganz, ganz viele Informationen, die jetzt die nächsten Wochen und Monate, Monate befürchte ich aufgrund der Lieferzeiten. Oh, Moment, was? Das ist doch Überraschung, was wir aufrüsten. Ach, ich dachte, ich kriege eine Überraschung. War nix. Ja. Nein, also was wir dann alles machen lassen und wo wir es alles machen lassen und wer dann was macht und wie zufrieden wir mit dem sind, was die dann tun. Ihr werdet das alles erleben. An der Stelle einfach nochmal erwähnt, seid so lieb, abonnieren, Glocke drücken, dann verpasst auch nichts davon. Es ist immer noch so, dass viel, viel mehr die Videos gucken, als uns abonniert haben. Das ist eigentlich schade, weil so ein bisschen der Lohn auch dafür, dass wir versuchen, euch nett zu unterhalten, ist eben, dass man seinen Spaß daran hat zu sehen, dass es doch zunehmend mehr Leute interessiert und mehr Leute abonnieren. Würden wir uns freuen, ist doch Weihnachten. Einfach mal draufklicken. So. Also, soll kein langes Labervideo mehr werden. Ihr wisst Bescheid, in welche Richtung es geht. Wir werden jetzt mal die nächste Zeit Kontakt aufnehmen mit unserem Händler, werden mal gucken, inwieweit wir das in trockene Tücher kriegen. Und ja, ihr werdet informiert, ihr seid dabei. Gehabt euch wohl, viel Spaß. Schöne Adventszeit noch. Wir kommen nochmal auf jeden Fall vor Weihnachten mit einem Video. Wir werden euch auf jeden Fall vorher nochmal das eine oder andere mit auf den Weg geben. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Ciao. Ciao.